Und in der heutigen Folge... Au. Ja, hallo, hallo. Wir fackeln nicht lange. Wir machen gleich weiter. Das Ganze in einem Aufwasch. Kapitel 9. Die Matriarchin. Nein, das Schild auf dem Weg gesehen. Ja, ich kann lesen. Und Sie? Machen gleich mal weiter. Dieses Kapitel wird ein Stück länger dauern. Zur Hauptstraße gehen. Und, ist eins der... Eins der Kapitel, wo sehr viele Charaktere sterben können, wenn du verkackst. Also betet für mich, dass ich schaffe, sie am Leben zu halten. Ja, die Stadt ist sehr bekannt für die Würste, die sie dort herstellen. Lass uns weitergehen. Die was weiß ich Würste? Schmecken köstlich. Tja, so sehe ich jetzt wohl aus. Was? Stumpen. Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Ich glaube, das sagt sie im Englischen genauso. Also den Namen Hooky McHookface. In die Geschichte, keiner wird mich behandeln wie vorher. Es ist echt was Neues. Naja. Keiner wird mich mehr so behandeln wie vorher, stimmt's? Keiner wanna touch it. Scheiß drauf. Kämst du klar mit einem Einhändigen? Ich glaube ja nicht, dass es hier um mich geht, oder? Also, solange die eine Hand es gut drauf hat, mein Freund. Neugierig, ein bisschen Zeit für mich. Haben wir unsere Chance verpasst? Ein bisschen Zeit für mich. Haben wir unsere Chance verpasst, zusammen zu sein? I thought you were gay! Ein bisschen Zeit für mich. What the fuck? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? I'm just curious, vielleicht okay? Ja, nächstes Jahr. Wenn wir nächstes Jahr noch leben. Ja, schaffen wir mal dieses. Dude. Ah. Ist aber am Ende auch egal. Jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Pferd. Ja, also. Vielleicht hat sie ihn am Haken. Haha! Du könntest auch einen Haken haben, Dylan. Naja, Dann hättest du ihn. Ah ja, der gute Schrottplatz. Ach, ich erinnere mich zu gut an den. Scheiße. Ah! Schockmoment. Glaube ich. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Komm, da lang. Weil ich da ewig rumgelaufen bin. Damals beim ersten Mal, wie ich gespielt habe. Weil es sehr viele Wege gibt, die ans gleiche Ziel führen und sowas. Der Lodge-Sturmkeller. Oh mein Gott, eine Tür! Oh. Und was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Es gibt hier keinen Fernseher. Warum bist du so positiv? Lass das einmal. Wieso bist du immer so... positiv. She's high. Das ständig. Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein. Ja, was auch immer du das gerade ist. Tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Deswegen hast du den Typen geküsst, auf den sie steht? Ach, bitte. Was? Denkst du wirklich so über deine Follower, dass alles Trantüten sind, die du aufmuntern musst? Wow. Geh auf mich los und nicht auf meine Follower. Die Emma Nation. Wollt ihr auch so genannt werden? Die Clay Nation? Auf jeden Fall. Furchtbarer Name. Danke. Emma genießt deine Gesellschaft. Ja, beruht nicht auf Gegenseitigkeit, aber schön für sie. Ich will es von dir hören. Was? Dass sie sich geküsst haben? Sie kann mich hinterm Arsch lecken. Achso, okay. Das. Ich dachte, sie will hören, ob ihr Kuss... dazu geführt hat, dass sie und Nick näher zusammengekommen sind. Langsamer. Von einem zum anderen. Damals war die Emma halt tot und da war die Abigail dann ganz alleine. Ich weiß gar nicht, ob ich sie denn überhaupt da gesehen habe. Da. Jetzt kommt mal alle. Ob da überhaupt eine Szene kam oder ob sie das versprungen haben. Oh mein Gott, ich kann alles sehen. Nein, wo sind sie hin? Das ist der Unsichtbarkeitsmantel aus Harry Potter. So, ich drück
hier mal nichts, weil wenn du... Jetzt reiche ich meine arme Kaylee. Ich hab's beim ersten Mal getan, weil ich nicht wusste, dass dann das passiert. Und zwar blast du ihr das Gesicht weg, wenn du da X drückst. Oder A, wenn du auf dem PC spielst oder so. Und ich bin so, oh, diesmal möchte ich es mal nicht tun. Mal schauen, was da passiert. Im Nachhinein später. Ich mach mal wieder Licht. Mach halt jetzt den Mund. Ah! Nicht mit deiner Mutter. Wer bist du denn? So ist der Papa. Der Papa. Ja, Sir. Sehr amerikanisch alt, Vater. Was zum Teufel ist hier oben los? Wir werden sie nicht beschützen, Bobby. Nein, Ryan ist nicht entkommen. Legt sie gerade die Waffe weg? Okay. Rennen, ablenken. Ablenken können wir tun, aber ich renne mal lieber. Bye, Leute. Ciao, ciao. Viel Glück. Rechts. Hua! Why? Yes, das. Au. Au! Das passiert unweigerlich. Okay, keine Angst. Das Ding ist nämlich, damals habe ich eben X gedrückt die ganze Zeit. Dann wird ihr Gehirn weggeblasen. Dann sind alle vollkommen aufgeregt. Dann sind sie, oh mein Gott, der Bobby ist völlig nervös. Und ist so, ma, und sticht erstmal auf den Ryan ein und schubst ihn weg. Und dann macht der Ryan genau das Gleiche. Und die Emma macht genau das Gleiche wie wir jetzt gerade und rennt einfach zuerst weg. Ohne, dass du auswählen kannst, ob du sie ablenkst oder ob du rennst. Die Möglichkeit hast du gar nicht. Nur falls es euch interessiert, das passiert, wenn du ihr das Gehirn wegbläst. Ich würde es empfehlen, ihr das Gehirn wegzublasen. Es ist ziemlich... Nein, tu das nicht. Niemals, niemals irgendwas rausziehen aus den Wunden. Das blockiert vielleicht irgendeine Arterie oder Vene, eins von den beiden. Es ist dasselbe, aber das eine ist irgendwie... Ich habe vergessen den Unterschied, aber... Ich bin kein Medizinstudent, lass mich doch in Ruhe. Aber ja, jetzt läuft er da mit so einem Messer herum. Aber ja, falls es euch interessiert, ist passiert, ist ganz spannend zu sehen. Hallo! Schöner Spiegel. Oh. Aber ja, niemals irgendwas aus einer Wunde rausziehen, Leute. Wenn's. Es ist. Was haben wir denn da? Liebes Tagebuch. Kayleys Brief. Immer dieser Handabdruck bei den Hinweisen so. Kaylee Hacketts Bekenntnis schreiben an ihre Großmutter. Okay. Ich lese da mal Guilt, aber es steht Cult auf seinem T-Shirt. Warte, kann er den nicht lesen? Der hat ihn jetzt eingesteckt, der kleine Arsch. Okay. Er hat ihn einfach eingesteckt. Ich dachte, ich könnte ihn lesen. Den Brief. Was ist denn das? Warte mal kurz. Ich kann den Brief lesen. Ich habe nämlich in meinem ersten Playthrough habe ich tatsächlich den Brief habe ich auf pausiert im Editen und habe ihn transkribiert in die Beschreibung rein. Warte mal kurz, ich suche den kurz. Gut, also, Kayleys Brief, und zwar was draufsteht, ich habe das damals herausgefunden, und zwar folgendes. Granny, how long we gonna drag this shit out? I know family is the most important thing, but I wanna know what's outside the forest, outside this damn house and camp, and I sure as hell know that ain't about to happen 'cause of who we are. Maybe we can explain what's going on. Fucking show people. Then they'll know we got no control over it. I know you're just trying to protect us, but one day you won't be here no more. And right now, it feels like we stuck down a dark hole. Das kannst du ein bisschen schwer lesen. Da steht nur H-O oder so irgendwas. Hm? I can't sleep, Granny. Or if I do, I dream about that fucking fire. We were just dumb as kids back then. I wish it never happened. Love, K, XOXO. Das steht am Brief drauf. Für alle, die es interessiert. Da habe ich dann eben habe ich einen Screenshot gemacht und dann habe ich das Ganze in die Beschreibung gepackt. Und ich so war, important, I need to know. Also sie redet über das Feuer. Sie redet über das Feuer in dem Brief.
die Leute würden es nicht verstehen, dass die Werwölfe und so weiter und so fort. Verständlicherweise. Ich meine, was würdet ihr tun? Das kannst du schwer in der Gesellschaft akzeptieren, sowas. Weil ja die Leute dann in Gefahr sind ansonsten, ne? Von daher... Okay. Kurz das Bild in die Mitte gegeben. Und der Tod! Da ist er. Der Tod. Der Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als... Barke für die Hoffnungsfrohen. Hä? Als Barke? Was ist eine Barke? Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Cool. Sehr schön. Was heißt denn Barke? Oder ist das ein Schreibfehler? Meinen sie was anderes? Aber mir fällt jetzt nichts ein, was da... Einmal durchlugen. Was haben wir denn da? Janisch. Okay, super. Cool. Good for me. Okay. Kann er da nochmal durchschauen? Nö. Okay, also ja schon, aber es ist ihm egal, glaube ich. Oder taucht da vielleicht irgendwas Gruseliges auf, wenn ich länger durchschaue? Hallo? Hallo? Irgendwas Gruseliges? Komm schon, Jumpscare. Erschrecke mich. Nö? Okay, von mir aus. Er schaut so angewidert aus. So. Ich verstehe es, ihm steckt ein Messer in der Seite drin. Da wäre ich auch so ein bisschen... Aber... Was haben wir denn da unterm Bett? Oh, der Scheiße. Wer kackt denn in den Eimer? Haben die kein Klo hier? Na, vielleicht funktioniert es nicht. Das Haus sieht etwas baufällig aus. Also vielleicht... Eimer. Sehr schön. Aber nochmal reinschauen will er nicht. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Was haben wir denn da noch in dem Zimmer? Irgendwas aus... Irgendwas Spannendes da. Halli, hallo, tralli, tralla. Ich glaube nicht. Das war der Brief in der Ecke und dann ist ein... Hier steht ein Fernseher, also vielleicht haben sie doch Elektrizität. Das Blut von uns. Er ist einfach durch den Speiseaufzug geflüchtet, der gute Rian. Oh Mann, das arme Schwein. Tür geht nicht auf, oder? Die drücken die Türklinken immer nur so... So 2 mm, gell? Oh nein! Tür versperren. Good job! I'm gonna run! Ah! Uh-oh! Komm schon! Okay, bye bye! Oh, der ist aber schnell! Oder auch nicht. Ich meine, wir waren gleich da. Und der ist aber nur so, I'm coming, I'm coming. I'm a big boy, I'm coming. Das Ding ist, ich glaube also, das Gescheitere, was du machen kannst, ist dich verstecken. Weil da musst du einfach nur die Luft anhalten und dann geht der Typ durch, durch das Zimmer durch, wenn du das schaffst. Ich wollte nur mal probieren, was passiert. Du kannst dich nicht von mir verstecken, Wichser! Dass du solche Kraftausdrücke kennst. Wichser. Mic draw. Paxi, Paxi, Paxi! Paxi, Paxi, Paxi! Bugs Bunny! Eine Jagd durchs Haus. Leider sind wir ein bisschen im Nachteil. Wir kennen nämlich das Layout nicht. Wir rennen jetzt. Oh, wir rennen, nein, nein, nein. Ich bleib nicht stehen, versteck mich. Vor allem nicht, wenn sie sagt, Paxi, Paxi. Runter, runter! Oh Mann, das wäre aber übel ausgegangen. Wobei es ganz spannend gewesen wäre, wie es ausschaut, oder? Würde ich gern sehen. Aber ich möchte ja irgendwie... Ich gehe einfach auf YouTube-Videos und schaue es mir an. Hallo, wie sehen wir da? Irgendwer zu Hause? Hallihallo. Mm,
Schöne Tapete. Sie ist ein bisschen runtergegangen, aber ansonsten... Es ist eine sehr hübsche blaue Tapete. Die Hirsche da. Wow, eine Wand mit Jagdtrophäen. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Beschwer. Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Ich sehe kein Einschussloch, aber okay. Echt Bären? Ist das ein Bär? Ey, ich meine, sie wird ja filiatiert sehen werden, von daher. Oh ja, könnte ein Bär sein. Ist aber große Nase. Hi. My God. Ugh. Spiel uns ein Ständchen. Clara? Mist. Mist. Okay. That was that. That's all, folks. Die ganzen... Oh, die armen Viecher. I don't like this. Ich bin kein großer Jagdfan. Ich weiß, dass das oft gemacht wird wegen, wenn die Population irgendwie zu groß ist und sowas. Ich weiß trotzdem nicht so recht. Aber solange du es machst und ich nicht da bin, weißt du, so weit entfernt von mir, ist mir alles recht. Ja, ich misch mich da nicht ein, sagen wir so. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um darüber zu urteilen. Hackett Stammbaum. Die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Ja, der Vorfahrer hat ja den See gemacht. Also, da ist wahrscheinlich eine Menge Inzest auch drin. Ich meine, hast du den Bobby gesehen? Nein, Entschuldigung. Vielleicht hat er einfach nur irgendwas. Weißt, irgendeine, was er nicht, wo er nichts dafür kann. Und auch nicht die Familie. Ich kann überhaupt nichts lesen, es ist zu finster. Ich kann das nicht lesen. Ist mir zu dunkel. Immer dann noch was. Oh, hübsches Sofa. Wow, das ist sogar im guten Zustand. Oh, sehr hübsch. Oh, I take that for a dollar. Hui, einmal drehen. Nee, Mädel, einmal drehen und das nehmen, bitte. Was haben wir da? Schocker! Schocker! This... What? I'm gonna ignore that. Warum das kein Hinweis ist oder so, gell? Text einblenden. In diesen Elektrokäfigen sollten wir Chris, Caleb und Kaylee während jedes Vollmonds in der Camp-Saison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Das Letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Seine Fährte wittern oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts schiefgehen. T, der Travis. Also warte mal. Wow, der Zoom-In. Warte. Also, die Käfige unten, die Elektrokäfige, waren ursprünglich gedacht für Chris. Und seine Kinder oder so, ne? Über ihn tut die Kaylee. Voll mit Expressverstand. Caleb und Kaylee, ja. Also die drei wurden irgendwie gebissen. Von irgendeinem Werwolf. Offenbar von diesem weißen Wolf oder so. Dann redet er aber von, wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche helfen. Wer genau meint ihr jetzt damit Max und Laura oder meint er die Caleb und so weiter und Kaylee? Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir... Ach so. Nein, er redet von Chris und den anderen Zweien. Das heißt, da ist was schiefgegangen. Also sie haben... Aha, okay, jetzt verstehe ich. Die Familie, die Hacketts, ja, haben also... Die haben über den ganzen Sommer hindurch...
die, also nicht die ganze Zeit, aber wie der Vollmond gekommen ist, haben sie den Chris und seine Kinder unten eingesperrt in die Elektrokäfige. Ne? Und dann haben sie sich gedacht, wenn das Camp vorbei ist und die ganzen Betreuer weggefahren sind, die wir ja spielen, unsere Leute, die noch da sind, können wir sie rauslassen, weil da ist dann Vollmond. Und dann können diese drei als Werwolf in Werwolfgestalt loslaufen durch den Wald und diesen weißen Wolf finden. Hoffentlich. Wir probieren's. Was aber schiefgegangen ist, ist, dass die Betreuer nicht abgereist sind. Und der Chris und so weiter und so fort, die Kaylee, also die Tochter und der Caleb, sind aber trotzdem frei bei Vollmond gewesen. Die haben das nicht mitbekommen. Die sind ja irgendwo hin im Wald und haben gewartet, bis Vollmond ist, damit sie sich in Wolf verwandeln und dann nach diesem weißen Wolf suchen können. Oder was auch immer. Und der Chris ist zu spät wahrscheinlich zu Hause angekommen und hat gesagt, yo, die Betreuer sind immer noch da. Wir müssen das Ganze abblasen. Wir können es diesmal nicht schaffen. Wir können nicht, weil die ganzen Leute sind noch hier. Und die anderen waren so, ja, aber deine Kinder sind nicht mehr hier. Die sind schon weg. Scheiße. Und deswegen sind dann dieser alte Mann da und der Bobby und so weiter dann unterwegs gewesen und haben versucht, die Kinder zu beschützen, also die Betreuer. Verstehe, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum ist die Kaylee, warum läuft die frei herum im Wald, though, dass sie erschossen wurde und sowas. Wie sie sich so umdreht. Habe ich mich ja die ganze Zeit gefragt, warum rennt die frei im Wald herum, wenn sie eh wissen, dass sie gebissen wurde und sowas, weil sie eigentlich einen anderen Plan hatten und dann ist das Ganze aber aus dem Ruder gelaufen. Alles klar, jetzt, jetzt erklärt sich das Ganze doch. Sehr cool, okay. Dann hat sich doch jetzt alles aufgeklärt. I like that. I like when pieces, the puzzle pieces, they come together. Die Sonne, das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Okay. Was haben wir da? Ein Fenster. Seht ihr auch mal das? Ha, da steht die Olte draußen. Die Silas-Tussi. Hallo. Die habe ich damals beim allerersten Mal spielen überhaupt nicht gesehen. Meine Kumpanin war einfach nur so, dude, look at that shit. Und ich so, was? I didn't see her. This time I did. Tür geht auf. Oh Mann. Oh, verzeihen Sie, wir haben hier noch nicht mal was zu trinken angeboten. Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker. Au! Er traut sich ja wirklich. Sie ist gebissen. Die Alte ist damals nicht bei mir gewesen, weil... Nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Das ist aber nicht sehr freundlich. Das sollten sie vielleicht nicht tun. Wir können doch zusammenarbeiten. Ha! Oh ja! Wow! Huhu! Und nochmal. Because, weil es so schön war. So. Oh, oh, oh. Nochmal links. Links, links, links. Oh mein Gott. Das ist ein alter Mann. Ein bisschen vorsichtig. Obwohl, er hat ein Messer, also. Oh, da kommt der Werwolf durch. Ei, ei, ei. Rennen. Laufen. Elendes Dreckstück. Steh auf, komm schon. Setz dich auf. I just wanna get out of here. Wo seid ihr genau? Lass sie nicht laufen, halt sie auf. Lass mich doch einfach in Frieden. Naja. Okay. Because that's how it works. Oh, oh, nein, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Wo war, war, wie war, war, wo war, 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 war. Wohin rennt denn der gute Werwolf von unten? Der gute Nick. Du?
Das macht doch überhaupt keinen Licht. Jetzt schaue ich zu, wie du krepierst, Mädchen. Kein Wunder, dass so urviele Leute die umbringen wollen. Hey! Das ist so geil. Ich habe auf Reddit nachgeschaut, was passiert, wenn du Constance nicht umbringst. Die heißt nämlich Constance, Travis. Die gute Dame. Kill sie. Und alle Leute so, es passiert überhaupt nichts, wenn du sie nicht umbringst. Kannst du es machen oder nicht? Und jeder aber so, oh, ich bring sie jedes Mal um, weil sie eine Schlampe ist. Sie ist aber scheiße. Und ich bin nur so, I get it, I understand. Halt! Aber, nein, nicht halt. Bye, bye. Also, I don't know how to use a gun. You're sheriff. So? Ich muss mal hier weg. I'm sorry. Es gibt hier keine gute Escape-Route. Ich weiß nicht, wie du das sagst. Weil alles nur eine... Ist es nur eine Tür nach der anderen? In einem Raum nach dem anderen? Also wieder immer herausfinden, wo wir hinlaufen. Ah, Mann, das muss so wehtun. Das Messer da drin. Ei. Ist so geil, wie der Bobby einfach nur langsam hinterher stapft. Und wir so, okay, ich geh mal da entlang. I'm just gonna scooch in here real quick. Thank you very much. rechts, okay, ja. Wenn er da ankommt und sich das Messer noch mehr reinrammt. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Eieieiei. Bobby? How you doing? Well, I'm doing just fine. I light up dying inside. Ey, uns geht's gut. Es ist alles in Ordnung. Keine Angst. Außer ich verkack. Dann dürft ihr traurig sein. Mann, komm schon. Hör auf. Geh weg. Okay. We did it. We're alive. I'm dead. I'm alive. I'm dead again. I'm alive. I'm just gonna lie down here for a quick second, let me. Take a breather. Uwa. Oh Mann, wie hat er uns gefunden? Ich hab sogar das Quicktime-Gement geschafft. Ach ja? Ja. Ja. Versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst krieg ich Ärger. Oh, okay. Dann fick dich. You're not gonna help me. Oh, was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Au, das tut echt weh. Dad! Dad! Das ist so geil. Einfach nur so, oi. Oh, 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 lady, maybe. Was ist nur mit dir passiert? Ich wurde abgestochen. Eigentlich nichts Besonderes. Au. Ryan. Oh, du armer Bur. Oh, das ist, sieht nicht sehr gut aus. Oh, Mann. Es tut mir leid. You will die. So schlimm, ja? Alter, du... Du blutest gerade aus. Ich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ich wollte es nicht sagen. Mitfühlend. Ja, das ist nicht deine Schuld, Mann. That's okay. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ja, das stimmt. Ich hätte es verhindern sollen. Andererseits... Du bist doch nicht mein Boss. Es sind manche Dinge aber vorgeschrieben im Spiel, also... Wäre er so oder so mitgekommen. Außer er wäre vorher gestorben, wenn das möglich ist. Weiß ich nicht. Es ist immer die Frage, so wenn er gestorben wäre irgendwo, du hast viel Blut verloren. Ob sie dann allein hergekommen wäre, ob das überhaupt möglich ist. Stimmt. Und wie viel dann fehlt. Es heilt wieder. Ja, ein Pflaster drauf, ein bisschen Salbe drüber und ein warmer Tee und alles und bist wieder gesund. Vielleicht ja doch. Was?
Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Ja. Das heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Christian. Wie es aus mir herausbrechen will. Du tötest nicht... Du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Wen denn noch? Wen gibt's beißen noch? Lassen. Ich glaube keinen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Wenn's geht. Ich frag mich ja, tun wir's oder nicht? Wer sich hier dagegen entscheidet. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du in der Situation wärst, zu leben oder zu sterben und du hast noch eine Möglichkeit, das Ganze dann diesen Fluch zu brechen und sowas, seien wir uns ehrlich, wir alle würden sagen, ja, ja, mach, beiß mich, I wanna live. Ich bin ein bisschen egoistisch in der Hinsicht, aber wenn da irgendjemand ohne Scheiß ist, so, ja, nein, will ich nicht, und nicht, weil er sagt, Achievement oder irgendwas, sondern einfach, weil es ist das Richtige oder sowas, bin ich so, ganz komisch. Wer tut denn sowas? Wer lehnt da ab? Wer ist moralisch so erhaben? Fickt sie, na, mach halt. Die Musik spielt an, jetzt mach einfach, Olle. Okay, 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 okay. Aua. War's gut? War es für dich genauso schön wie für mich? Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald. Robin? Fuck. Na toll. Wir müssen weg. Okay. Das ist aber ein hübsches Gewächshaus hier. Das ist urschön. Schau dir dieses Gewächshaus. Oh, ist das wunderschön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Gewächshaus ist. Es sieht so aus. Auf jeden Fall irgendwas mit Garten. Oh, ist das geil da. Oh, das Haus ist schon sehr schön. Es ist ein bisschen runtergekommen, aber wenn du es ist wahrscheinlich viel zu teuer heutzutage. Oh, damals hast du es wahrscheinlich so für ein Silberstück bekommen. Oh, so ein geiles, hübsches Häuschen. Hm. Wir sind da. Wir werfen nie was weg, ha? Ich frage mich ja, wieso. Und naja, wobei, die Teile kannst du vielleicht benutzen für das oder jenes. Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Cool. Okay, jetzt sind wir da. X, okay, warte mal. Jetzt kann ich da irgendwie zurückgehen? Nö, doch. Warte, geht er da durch? Nein, das hat nur so ausgesehen. Kann ich mit ihr reden oder was? War gerade ein X. Wer war das? Ach so, du. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Okay, Entschuldigung. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Sie öffnet eines so. Na, noch nichts gefunden. Ich würde mal gerne erleben bei einer Suche, dass jemand das erste öffnet und dann ist so, I got it. Hab alles. Okay, jetzt untersuchen da alle Kisten, alle Fahrzeuge. Sie steht ganz bereit, wie das Heinzelmännchen mit der Schrotknarre. Schrotflinte, so rum. My God, the light. It's too bright.
frage mich, wie schwierig Autos sind zum Animieren oder wie das heißt, in so Spielen. Weil wir halt hier so viele haben und ich frage mich, wie aufwendig das ist. Oder ob sie einfach immer das gleiche Modell genommen haben und einfach verschiedene Farben drüber gekippt und keine Ahnung was. Und dann so Copy and Paste alles über den ganzen Ort verteilt. Eine Menge Reifen. Was ist das? August. Achso. Pin-up. Pin-up Girls. Ach, Mann. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. How dare they? Naja, sie wussten ja von dem ganzen Werwolf-Blödsinn. Natürlich haben sie irgendwas geplant gehabt. Wir haben ja herausgefunden, was es ist. Text einblenden. Fakt des Monats. Ein durchschnittliches Auto besteht aus mehr als 30.000 Einzelteilen. Das ist ein blöder Fakt. Okay. August 22. Vollmond. 22 ist Vollmond. Ja, natürlich, sie wussten das ja alles. Adoi. Haben wir da? Bitte Einhand. Da, Mann. Suff. Im Suff. Body Damage. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Keep this off the books and out of the... Tee! Nur die Teekanne macht den Tee. Die Bücher gefälscht. Komisch. Aber den Hackett gehört doch hier alles, oder? Oder arbeitet irgendwer anders in der Werkstatt, der halt mit den Hackett gut vertraut ist, weißt du? Und dann haben sie den gebeten, yo, please don't. Out of the way, okay. Suff Karosserieschaden, nicht in die Bücher eintragen. T. Auftrag ADFF 674. Der Suff. Ich weiß nicht, welcher Wagen das ist. Vielleicht von den Wanderern, die verschwunden sind damals? Ach, Lady. Was haben wir denn da noch? Da war auch noch was. Opa? Was ist das? Glörn? Oh, ein Knopf. Drücken wir den Knopf. Er ist grün, das heißt, es muss was Gutes bedeuten. Wow! So ein, mitten am Tisch ist ein Ding mit einem riesigen grünen Knopf. Nein. Makes sense to me, man. Nicht, dass er auf der Seite irgendwo ist oder irgendwo so. Nein, mitten am Tisch, wo nichts weit und breit ist. I guess so. Whatever helps you. Okay, hier ist nichts weiter. Na gut, dann gehen wir mal auf den Schrottplatz einfach und schauen. Okay. Ich dachte gerade, mein Handy vibriert oder sowas, aber... Nein. Ist im Spiel gewesen. Es ist egal, welchen Weg ihr nehmt. Ihr könnt den da drüben auch nehmen und ihr kommt am gleichen Ort raus. Es ist Banane. Ihr könnt hier durchgehen, ihr könnt... da drüben durchgehen. Es ist alles, wie es euch lustig macht, wie es euch gefällt. Schau mal, da kommst du dann da raus, glaube ich. Ah, sorry, das war gruselig. My heart! Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, das kam aus dem Nichts. Beide schlimm, aber kein Licht zu haben ist... Naja. Eieie, ist das nah. Ja. Ja, also kannst du eben von da kommen. Oh, du gehst so oder so. Das hat mich erschreckt. Jo. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nichts übersehe von den Hinweisen her. Gott steh mir bei. Mal die Stufen hoch. Hallo, hallo. Passiert nichts, okay. TÜV, TÜV, TÜV. Wo
komm mal daher. Hey, ja. Hier müsste doch irgendwo irgendetwas sein. Ich weiß es noch genau von damals. Ich suche mal. Ah, da ist es. Das Gericht. Das Gericht, ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte richtig. Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Gut für das Gericht. Bling, bling. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!